Guten Morgen, Ostfriesland. In diesem Jahr war der Winterschlaf besonders lang und tief. Und die Tiere auf dem Hankenhof in Filsum kommen langsam wieder auf Touren. Dabei gibt es in diesem Frühjahr ein paar interessante Neuzugänge zu bestaunen. Zum Beispiel Martijn. Der 23-jährige Holländer will dem XXL Ostfriesen in Zukunft zur Hand gehen. Bei den Hofarbeiten und beim Knochenbrechen. Ein paar Fohlen sind auch dazugekommen. Wobei eine junge Dame noch Unterstützung braucht, bevor sie auf eigenen Beinen stehen kann. So, bitte dann. Handschuhe an. Heftige Entzündungen der Gelenke haben sie in die Knie gezwungen. Becky geht mit und macht einfach Creme hier. Creme de la Creme. So, das ist auch ein bisschen aufrollen, weißt du? Das ist eine teure Suppe. Die kostet ein Vermögen, so ein Creme. Lass mich mal erst mal alleine hin. Und dann kommen wir gleich nach. Hallo, Atti, Atti Schnuckilein. Komm her. Ach, meine kleine Prinzessin. Der XXL Ostfriese tut alles, um ihr zu helfen. Ich möchte eigentlich nicht verlieren, aber manchmal ist es immer so, was man besonders gerne hat. Okay, und das ist eine Fohlenlähme. Jetzt musst du dieses Bein da hinziehen. So, ein bisschen. Jetzt dieses Gebiet eincremen, weil die Sprunggelenke werden warm. Jetzt müssen wir unserer kleinen Prinzessin helfen hier. Und sie weiß das nicht, wie fein sie bei Papa liegt, nicht? Wir helfen immer, ne? Wir wollen doch nicht, dass du uns tot gehst. Fohlenlähme, den haben die von, das ist das erste Mal seit 1974, so lange haben wir diesen Stamm, dass wir eine Lähme haben. Die hat irgendwo dick drauf und richtig inmassieren und richtig so, als wenn du einen in die Kopfhaut massierst. Das muss in die Haare rein, der Mutt. Kittig gewesen, sehr gut. Das geht tatsächlich, geht Propolis in die Haut mit rein und auch mit ins Gelenk rein. Immer schön dick ein. Und das Gelenk ist jetzt das Knackpunkt, man sieht es an der anderen Seite. Immer schön mit Gefühl. Die Schnucki, und das tut so gut, nicht? Das tut doch so gut, wenn man betüdelt wird. Guck dir das eben an. Tja, wer weiß das besser als Schnitzel? Aus dem kleinen Ferkel ist dank Tammerhankens Frau Carmen über den Winter eine zünftige Sau geworden. Nudeldick und liebestoll. Und jetzt den Fesselträger, wo Becky anfasst. Bienenharz soll die Gelenkentzündungen lindern. Den Fesselträger musst du nach guter Knochenbrechermanier einmal ein bisschen biegen. Und Martijn hat seinen ersten Einsatz. Gut. Wir wollen den Gang behalten. Du weißt, dass ich dir helfe, ne, Mama? Wir sind in Atlanta. Tut das ein bisschen weh? Oh, nee. Knochenbrecher nennt man in Ostfriesland traditionelle Pferdeheilkundler. Nimm mal deinen Fuß aus dem Gesicht raus. So. Tammerhanken gehört zu den renommiertesten seiner Zunft. Versteck sie sich, guck, Papa, die so in den Arm. Kick du ruhig mal. Die machen nichts Schlimmes. Wir haben auch schon welche durchgekriegt mit Fohlenlähme, aber sie ist einfach so empfindlich, so ein zartes Ding, dicke Sahne, Rupp, komm. Sein Wissen hat ihn weit über die Grenzen Ostfrieslands hinaus bekannt gemacht. Hier, ihr kleinen Räuber. Ach ja, diese Rabauken sind auch neu auf dem Hankenhof. Die Welpen wurden im Winter geboren und kommen langsam ins Pflegealter. Wenn's nach Becky und Carmen ginge, würden sie alle behalten. Aber der XXL-Ostfriese war dagegen. Wenigstens eine darf bleiben. Lilly. Oh nein. Das ist unser Hofhund hier, Lilly, ne? Lokal 1. Lilly, ne? Ja. Mal her. Lilly, komm her. Da rein. So viel gegessen. Und noch eine gute Nachricht. Opas Hahn hat seine Krise überwunden und ist zum Angriff übergegangen. Die Ausbeute ist zwar nicht überwältigend, aber immerhin. Komm her, Jilitsche Luschen. Zwei Küken auf etwa 20 Hühner. Schlugo die Buddel. Man könnte das positiv sehen, aber der XXL-Ostfriese ist nicht zufrieden. Komm her, Jilitsche, komm. Piep, 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 piep. Der Hahn, der ist so weit von deckfaul gewesen. Hatte nur 8 Eier befruchtet von 30. Das ist so eine absolute Lusche, oder? Naja, wenigstens ein Anfang ist gemacht. So, auf den Knochenbrecher wartet jetzt Arbeit.
Wie jeden Samstag sind Pferdebesitzer aus ganz Deutschland zum sogenannten Kummertag nach Filsum gekommen. Moin miteinander. Was hast du denn mitgebracht? Wir vermuten, dass sie rechtzeitig ziemlich schief ist. Die lässt sich recht nicht so wirklich stellen, nimmt keine Last auf. Und Physiotherapeutin sagt zwar, da könnte man vielleicht was machen, ist aber ein langjähriger Fall, sage ich mal, also die immer wieder irgendwie dann behandelt werden muss. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fahren wir einfach mal hier hin. Dann hat sie auch einen ziemlich schiefen Hals. Das ist zwar jetzt schon besser geworden, jetzt über die Zeit der Arbeit, aber es ist noch nicht weg. Einmal im Schritt, im Hoch und Runter. Um die Schwachstellen zu erkennen, muss der XXL-Ostfriese zuerst jedes Tier in Bewegung sehen. So, jetzt geht er los. Einmal rückwärts richten. Gut, gesehen. Hat er schon so viel Winterfell gehabt, dass er aus dem Hemd raus ist? Oh ja. Sattel müssen wir unbedingt nehmen haben. Habt ihr mit, nicht? Ja. Schön. Mit den Fingern ertastet er Blockaden im Rücken. Mit einem Schlüsselreiz löst er sie. Wer reitet den? Macht das Pferd einen Katzenbuckel, dehnt sich die Wirbelsäule und alles renkt sich wieder ein. Ein strammer Zug am Schweif tut ein Übriges. Komm, stell dich mal ein Liedchen. Komm, geh mal einen Schritt weiter. An den Fehlstellungen der Tiere erkennt der Knochenbrecher manchmal auch die Probleme der Halter. Das ist der Übeltäter. Ich? Das ist der Übeltäter. Das rechte Bein ist länger bei dir. Du versuchst dich immer zu dieser Seite hinzusetzen. Mach das doch mal ganz einfach. Mach von der rechten Seite den Bügel ein halben Loch länger und an der anderen Seite ein halben Loch kürzer. Dann sitzt du viel ruhiger auf dem Pferd. Weil hier ist die Wirbelsäule gekippt und die Muskelfaserung geht dahin. Das ist immer ein Zeichen, da will einer sich gerade auf dem Pferd hinsetzen und ruckelt immer nach links mit der Geschichte. Ich habe euch beide geguckt, bei dir geht es mit den Beinen, bloß sie hat deutlich das rechte Bein länger. Nicht? Und den muss man einfach tricksen, den müsst ihr einfach rum. Das ist für deinen Rücken gut und für seinen Rücken sehr gut. Nicht? Man muss die Ursachen ja sehen, wo es herkommt, sonst wird es ja nichts. So, dann wollen wir den Sattel dann drauflegen. Die Überprüfung des Sattels gehört zum Standardprogramm des XXL Ostfriesen. Liegt der falsch auf, kann das zu Komplikationen führen. Sattel passt. Nichts zu meckern. So ein Schiff mit dem Bügel dran denken. Ja. Dass der linke ein halbes Loch kürzer ist und der rechte ein halbes Loch länger. Bei dir. Du musst im Kreuz gerade werden, denn federt dein Körper auch insgesamt den Schlag, wenn er am Traben ist, auf. Und so sitzt du, wenn das Becken so gekippt ist, dann bist du im Mitteltrab immer so im Reiten. Dann wird der Kopf unruhig, dann wirst du ein Wackeldackel, aber kein Rieder um Pferd. Ja. Okay? Okay. Alles sonst alles in Ordnung hier mit dem Burschen. Bei dem Pferd sollte angeblich hinten links das Knie kaputt sein. Und daher der Tierarzt sich auch noch nicht so ganz sicher war, sind wir hier lieber noch einmal hergekommen, um noch einmal sicher zu gehen, bevor er eingeschliffert wird. Weil er im Schulbetrieb seit 3 Monaten stand und er sollte eingeschliffert werden. Und ich hänge total an diesem Pferd. Für viele Menschen ist der Knochenbrecher die letzte Hoffnung. Sein erfahrener Blick findet oft die tieferen Ursachen für die Beschwerden der Tiere. Prima, einmal rückwärts richten. Gut, rechts geht ein Auswahlschritt. Zahnhaken mittelgradig, vorne einem leicht bläulichen Löffel. Das bedeutet, das Pferd wird, wenn du da drauf läufst, entweder wieder quengelig oder triebig. Das ist Eisenmangel. Du holst dir mal so ein Röhrchen Eisen einfach, so Sprudeltabletten und schmeißt sie mal eine rein in die Tränke. Dann hat das Pferd viel mehr Power, eine Vorwärtsbewegung. Er lahmt hinten links im Trab. Ja, haben wir gesehen, dass er hinten nicht, vorne links ist er auch nicht in Ordnung. Guck, denn dies muss alles ordentlich ausgeschnitten werden, nicht? Er hat Rabenfüße. Mich wundert das, dass die Füße so aussehen als Schulpferd. Gerade die, wo die Kinder immer drin herumkratzen müssen.
Dies ist ein gutes Zeichen, das war ein versprungener Fesselträger. Der macht sich natürlich sofort bemerkbar. Zack, das war er doch schon. So, das sieht gar nicht schlecht aus. Lärmen tut er so nicht. Hab den Sattel mit dafür. Ja, haben wir. Den wollen wir drauf. Wenn aber derjenige, der so einen Schulbetrieb hat und hat so ein Pferd, das nicht erkennt, wie sein Gaul ist und der auch nicht mehr an der Hufpflege tut, dann muss er sich nicht wundern, wenn seine Schulpferde platt sind. Ja, ja. Ein Schulpferd ist der fleißigste Arbeiter, den wir in den Pferdebranchen haben. Und das Mindeste ist, dass wir doch seine Füße in Schuss halten sollen, dass er auch das Fundament dazu hat, laufen zu können. Ein anständiger Beschlag und ein passender Sattel sind Grundvoraussetzungen, wenn ein Pferd gesund bleiben soll. Die Stritten sind schräg. Jetzt nehmen wir den Sattel und heben den an, bis die Stritten gerade sind. Und so soll der Sattel liegen. Mhm. Nee? Hier im mittleren Punkt der tiefste Punkt. Hier sind zwei Finger breit, hier muss also ein dickes Keilkissen drunter. Mhm. Und nicht dieses ganze Gedöns. Uns eine Schabracke nehmen, dann Keilkissen drauf und ab die Luzi. Okay? Mhm. Wunderbar, dann kann der ins Bett. Er hat im Prinzip rechts hinten an den Hüften das gelockert, weil das linke Bein überansprucht war. Und hat das praktisch rechts wieder in Ordnung gebracht, wieder, ich sag mal, den Schwerpunkt wieder ausgeglichen, dass der Schwerpunkt wieder in der Mitte ist und er wieder beschwerdefrei laufen kann. Ich bin überglücklich. Da ist sie nicht die Einzige. Grillmeister Fredi hat auch allen Grund zur Freude. Nachschub für den Rost. Ich hol die Rinder. Ja, nee, dann hast du hier Chaos. Wo habt ihr denn euer Heimer Futter? Hab ich nicht, brauch ich auch nicht. Diep, 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 diep. Ganz langsam. Diep, 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 diep. Mund oben. Diep, 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 diep. Ein Rind soll geschlachtet werden, um die Grillsaison zu eröffnen. Und der XXL-Ostfriese erweist sich auch bei dieser Aktion als Kenner seines Fachs. Druck rausnehmen. Becky, Druck rausnehmen, nicht zu dran. Hey, hopp. Die haben die. Hey, hey, komm! Tipp, 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 tipp. Ihr müsst die einfach vor der Pforte mal stehen lassen. Tipp, 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 tipp. Na also, geht doch. So, lass sie gewinnen. So, ist fein. Dass er sich nicht noch schneidet, sonst wird er nicht abgenommen. Das wäre natürlich katastrophal. So, nicht so dicht dran. Am Ende soll ja was auf den Teller kommen. Kinder, das sind keine Dressurpferde. Das ist was anderes wie eine Leukose-Kuh aus Argentinien. So, dahinter. Hoch, 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 hoch. Unglaublich, wie das hier wieder flutscht. Fässer ein. Hier geben. Zupp. Zupp, einfach mal auf den Chef hören und die Sache läuft wie geschmiert. Die Schlachter freuen sich auch schon. Nur das Rind ahnt nichts von seinem Schicksal. Ist vielleicht auch besser so. Ja, Michael. Noch wieder. Stopp! Nur unser Schwein schafft immer noch die Kurve. Ja. Ein anfing sich hinzusetzen, da wusste ich schon, dass ich nicht mehr essen darf. Das ist ein ganz hinterfotziges Tier, muss ich wirklich sagen. Ja gut, das ist die hat auch ein großes und ein kleines Auge. Da habe ich schon zu ihr gesagt, das ist ein Stiesel. Überlebenstaktik ist das. Tja, sind eben nicht alle so schlau wie Schnitzel.